herzlich willkommen zu meinem kleinen Let's Play. Ihr seht gleich... Hä? Ist gar nicht Minecraft. Ja, ich zock jetzt alleine Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit dem Controller. Den... Dieser Datei? Ja. Weg. Wir nennen uns wie immer Link, aber mir heißt, mein Akku geht bald zu Ende. Das heißt, ich muss schnell den anderen Controller nehmen. Oder nein, ich hole mir neue Batterien. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Es war einmal in einem fernen Land. Seit am Beginn der Zeit wacht der Mächtige. Ihr könnt selber lesen. So. Da seht ihr mich. Jeden Kokori schenkt der Wächter eine Fee. Als eine Abgesandten schützt sie jeder reinen Herzen. Ich kann einfach nicht lesen. Ja, ich kann nicht lesen. Miau! Das Schicksal hat sich hier noch ausgekoren. Diese Bestimmung. Lest selber, ich kann einfach nicht lesen. Habt ihr gesehen? Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, heldiger Schwede, höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedroht unser Land. Komm gleich wieder. So, da bin ich wieder. So, der diabolische Kräftenbildung bedroht unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegen. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Soll ich so Leserfehler machen, ich kann nicht kurz so gut reden. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichten, um die Dunkelmächte zu bannen. Die Zeit ist reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend der Reinheit des Jungen soll die Rolle wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun. Finde unseren Freund und begleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Wir bleiben noch wenige Stunden.
fliehen, Harvey, flieg! Das Schicksal des Dorfes und gar das der ganze Welt. Das der ganze Welt liegt der Hand dieses Jungs. Okay, tschüss! Ich muss einfach ein bisschen aufpassen mit dem. So, das seht ihr, die kleine Navi. Hey, yo! Ich will jetzt zum Link. Hey. Hm? Da ist es, okay. Boom. Hm? Brrr. Ich bin Navi. Navi. Hallo. Hallo Link, wach auf. Der Dekobahn hat dich zu sich gerufen. Link, wach auf. Los, komm schon. Du sollst dich kurz die Zukunft des Röhres in der Hand in diesen Schlafmütze legen. Und Link, wach auf. Wacht auf. Na endlich, bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobahn hat sich bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen, Schlafmütze. Der Dekobahn hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf, Schlafmütze. Navi, beruhig dich. Ich komme ja schon. Ja, ich nehme eine halbe Stunde auf. Nein, Viertelstunde. Weil es geht eigentlich gar nicht mit dem. Viertelstunde, dann mache ich so einen Cut und nehme wieder auf. Guten Morgen! So wie Navi, nee, nicht im Ernst. Hey! Hey! Du hast auch eine Finger. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Miau! Nun bist du auch ein wahrer Psychologen. Ja. Das ist unwichtig. Nur die richtigen, zum Beispiel. Zelda bekommt eine Stimme. Navi, Dekobau. So, soll ich jetzt? Aber soll ich ihn jetzt? Dadurch. Hey, du fehlendloser Versager. Was hast du mit dem zu reden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee? Der Dekobahn hat dich zu dich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Windows zu sich rufen? Das kann es nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist auch nicht mal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobahn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerichtet. Aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, musst du wenigstens ein Schwert und ein mit einem Schwert und einem Schild ausgerichtet sein. Verschwinde! Au! Listen! Der Weg zum Tempelkunde, ja, ich weiß. Guck
Okay, mach das in der Hau. Das lasse ich dann 10 Sekunden. 5 Sekunden. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, miau, Langeweile. Ich kann nicht zu denen gehen. Wenn ihr meint, ich nehme am Computer auf. Nur so zur Info. Und jetzt bekomme ich das Deko-Schwert. Bada, bada. Nein, will ich nicht. Shit. Nochmal. Achtung. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Miau. Ich muss schnell schauen. So, bald ist meine erste Folge schon vorbei. Ja, ich verabschiede mich mal. Wenn es wieder heißt, Pascal, Zelda, ja.